Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Planet Crafter. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben es geschafft. 774 GTI. Ich habe einiges noch gebaut. Damit wir schnell diesen Wert erreichen, damit wir endlich diese Brennstoffzelle... Wir gucken mal ganz kurz. Die müsste ja auch schon freigeschalten sein, ne? Ja. Ist das der richtige? Nee, nein, hier, ja. Ich glaube, die ist schon freigeschalten. Ja, die Kernfusionsbrennstoffzelle können wir jetzt basteln. Und ich müsste auch soweit alles schon im Sack haben. Ich brauche dreimal Quarz, zweimal Osmium und ich glaube einmal Superlegierung. Denn ich möchte mit euch unbedingt in dieser... Alter, was ist denn das für ein Trümmer gewesen? Ich möchte unbedingt mit euch diese Kernfusionszelle... Lasst uns aber mal kurz hier in das Raumschiff einsetzen. Wir nehmen ja noch was aus der Snackbox mit. Man weiß ja nie, was man braucht. Ich han Wasser, ich han Sauerstoff, ich han was zu essen. Los. Ich bin so neugierig. Ey, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, um diesen Wert zu erreichen. Und Insekten sind auch schon fast fertig. 76 irgendwas oder 80 irgendwas. 80% sind wir schon. Also Terraforming läuft hier auf jeden Fall. Ich meine, wie man sieht, da hinten wachsen auch unheimlich viele Bäume. Ich hatte leider auch schon welche in der Base. Also man muss bei den T3 Baumsamenstreuer echt ein bisschen aufpassen. Der Radius ist immens und die Bäume wachsen dir fett in die Base rein. Und dann kannst du halt, wenn die Äste da reinwachsen, nimmer in der Base rumlaufen. Ich musste den also tatsächlich einmal versetzen. Das war so lala. Das war so lala. Nee, es ist die... Ich glaube, das war hier lang, ne? War das so? Ach, dammit. Ich dachte irgendwie, das wäre da rum. Schade. Da war es hier rum, ne? So, da muss ja irgendwo sein. Komm schon. Zeig mir den. Da ist er. Geh doch mal beiseite. Da ist er. Fusionsreaktor. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir das Ding da einsetzen. Ja, und du? Ich habe mir jetzt eigentlich irgendwie so einen roten Teppich gewünscht, ne? Frachtschiff, jo, ich hoffe, wir schaffen es. Das kennen wir ja schon, ne? Hä? Und nu? Also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Was? Ja, was bringt mir das Ding jetzt? Kann man das irgendwo anmachen oder was? Hallo? Du hast doch jetzt eine Zelle. Der müsste doch. Ich habe mir ja zumindest mal gewünscht, dass jetzt irgendwie ein geiles Geräusch kommt, so von wegen, dass der hochfährt oder irgendwas. Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Tut er nichts, ne? Die Zelle sitzt. Aber that's it, ne? Ja, schade. Hier gibt's auch nichts mehr. Auch nicht. Ja, gut. Okay, was bringt denn uns das Ding dann? Bringt uns das nur Strom? Wenn dem so ist, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht, ne? Also, echt enttäuscht. Wenn jetzt bei Strom nichts passiert ist, dann bin ich doppelt enttäuscht. Weil dann verstehe ich nicht, warum da nichts passiert. Oder muss man da irgendwo was anschalten oder was? Das wäre ja merkwürdig, ne? Also wenn es wirklich nur zur Stromversorgung dient, dann fände ich es ein bisschen überflüssig. Überflüssig? Strom? Nee. Das hat mit Strom mal überhaupt nichts zu tun, ne? Hä? Wir gucken mal hier im Büro. Auf dem Monitor, ich weiß nicht. Nee, der ist ja auch nicht zu sehen, ne? Ja, schade. Was bringt uns dann dieser Fusionsreaktor? Steht hier irgendwas dabei? Eine Brennstoffzelle für Kernfusion. Jo, dankeschön, ne? Das weiß ich. Dann würde ich sagen, wir gucken dann nochmal bei dem Raumschiff. Wir hauen jetzt aber nochmal Wasser rein hier, ein Wässerli. Och nö, das wäre jetzt enttäuschend, weil es hat echt ein paar Stunden gedauert.
bis ich soweit war, dass ich mal über 700 GTI komme. Also wer das Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich spreche. Wir gucken nochmal, ob es da nicht irgendwo ein Knöpfchen gibt. Ne, vielleicht haben wir auch ein Knöpfchen übersehen. Kann auch sein, ne? Dass man den irgendwo anwerfen muss. Ich bin gespannt. Wehe nicht, ne? Wehe nicht. Aber ist hier aber auch nichts passiert groß, ne? Gibt es hier nicht irgendwo eine Kommandozentrale, wo ich da mal ein paar Knöpfchen drücken kann? Was ist denn hier? Ach, jetzt ist durch den Reaktor hier die Tür aufgegangen, wa? Jetztle. Das finde ich ja doof. Ich wollte doch die Maschine anwerfen. Die funktioniert bestimmt noch. Nee, echt jetzt? Och nee, das jetzt nicht. Liebe Spielemacher, nee. Nee, das jetzt nicht euer Ernst, ne? Das finde ich ja jetzt, wie soll ich das sagen? Bescheuert. Und das mal ganz, ganz knapp, kurz und prägnant auszudrücken, das finde ich bescheuert. Gut, sei es drum, wir schauen uns trotzdem hier um. Ach komm, hier geht doch bestimmt irgendwo eine Wand weg. Ach komm, der Irre hatte auch so eine Fake-Wand. Scheiße. Nee. Gibt es hier nicht irgendwo noch irgendwas? Gibt es so blöde Schränke, die kein Mensch will? Ah, der ist das. Aber das will ich jetzt nochmal ausprobieren, ob das wirklich... Die Türen sind natürlich zu. Ah, hier ist noch eine offen. Ach, guck mal. Gibt es hier noch was? Ja, okay. Ja. Ja. Schmeiß mal das Eisen da rein, ne? Braucht kein Mensch. Hier so. Blümchen. Ich habe übrigens so eine Blume gefunden, die mit den braunen Rändern, wo ich gesagt habe, die sind mir völlig unbekannt. Da habe ich tatsächlich eine gefunden. Die wachsen. Die wachsen einfach irgendwo so vor sich hin. Ja, das hier ist super. Ja gut, wir gucken uns natürlich hier trotzdem um. Es gibt hier auf jeden Fall noch einen Haufen. Guck mal, genau so eine meinte ich. Die habe ich hier gefunden, ne? So, scheiß auf Alu. Braucht kein Mensch. Also Alu haben wir ja noch. Also die will ich. Das will ich. Diese blöden Samen da will ich auch nicht. Und die blöde Blume will ich nicht. Ich würde dafür lieber das mitnehmen. Oh, yes, yes. Ja, Zeug gibt es hier nochmal. Aber das reißt mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt, nicht so ganz vom Hocker, ne? Muss ich sagen. Ich hatte mir ja schon... Nein, die will ich nicht. Ich habe mir ja schon ein bisschen erhofft, dass es hier irgendwas mega Gutes gibt. Nee. Da könnt ihr aber glauben, dass ich meine Brennstoffzelle wieder mitnehme. Die lasse ich nicht hier. Also. Ist ja. Was soll das denn? So, hier. Schüssen, ey. Ja, dann sind die Türen wieder zu. Okay. Ja, super. Prima. Haben wir das Rätselslösung auch? Oh. Ja, hier gibt es auch tatsächlich sonst nichts Neues. Aber dann haben wir das Geheimnis wenigstens gelüftet, ne? Das war mir wichtig. Ich würde sagen, wir laden den Scheiß aus. Und dann sehen wir uns gleich beim anderen Reaktor wieder. Weil es gibt ja noch ein Raumschiff mit einem Reaktor. Ich muss nur gucken, welches das war. Ich glaube, das war das entweder beim Ring oder das, was da hinten in der Wüste abgestürzt ist. Tendenziell glaube ich das, was da hinten abgestürzt ist. Aber wir gucken mal. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen kurzen Break. Dann hole ich euch gleich beim Raumschiff wieder ab, damit wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Und dann schauen wir mal, was mit der Brennstoffzelle dort möglich ist. Wir sind angekommen. Es ist nicht das Raumschiff, was ich dachte, sondern der Ring. Und jetzt schmeißen wir mal hier. Jetzt sind hier irgendwo Türen aufgegangen. Da würden wir mal eben schnell gucken. Ich habe auch noch ein bisschen Sauerstoff in der Tasche. Also wir müssen uns nicht ganz so hetzen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich auch ein bisschen beeilen. Also hier waren wir schon mal. Da ging nichts. So, lass uns mal hier gucken. Wo ist denn hier vermeintlich eine Tür aufgegangen?
Kann ich das abbauen hier? Nee, das kann man nicht abbauen. Aber das kennen wir auch schon. Da haben wir mal versucht, uns reinzudrücken. Hier ist keine Tür aufgegangen. Okay, schade. Hä? Warte mal. Da muss ich ja irgendwo, muss ich ja hier was geben, ne? Ja, da geht's ins Wasser, da geht's. Da muss ja eigentlich hier irgendwo die Tür aufgegangen sein. Also hier schon mal nett. Was ist hier? Da ist eine Kiste. Kennen wir die schon? Ah ja, guck mal, hier waren wir nämlich auch noch, ne? Okay. Ja, es gibt halt überall so Gedöns. Aber ich sag mal, das... Wow. Das reißt mich jetzt insgesamt, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz vom Hocker. Aber nichtsdestotrotz, ich will gar nicht schimpfen. Wir freuen uns ja, dass wir es rausgekriegt haben. So, dann sind wir wieder gut aufgestellt. Okay, ja, war das jetzt hier so das Einzige oder was? Es kann doch ja sein, dass ich natürlich die eine oder andere... Ich glaube, hier hat sich ja nichts verändert, ne? Nee, hier hat sich nichts verändert. Kann natürlich sein, dass ich jetzt die eine oder andere Tür übersehe, aber... Mir war es einfach nur wichtig, dass wir natürlich diese Brennstoffzelle bauen. Dass wir wissen, wofür sie ist. Und dass wir natürlich, ja klar, natürlich ein bisschen gucken können. Aber wie gesagt, insgesamt habe ich mir eigentlich erhofft, dass irgendwie die Raumschiffe starten oder so. Oder dass man irgendwie Energie nutzen kann von denen. Ja, können wir nicht. Schade, ne? Macht nichts. Wir freuen uns trotzdem. Ich lasse die Energie-Brennstoffzelle erstmal da drin. Ich denke, wir werden sie für nichts anderes im Moment benötigen. Ja, dann würde ich sagen, erlauben wir uns noch einen kleinen Spaß mit Raketen. Denn, ich habe es auch schon mal in den Kommis gelesen, wenn man zwei Raketen relativ schnell hintereinander baut, ist das sehr lustig, weil die Raketen dann irgendwie wild durch den Orbit fliegen. Das probieren wir auf jeden Fall noch aus. Das finde ich lustig. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon. Ich habe aber auch gelesen, es gibt demnächst sogar schon ein Update für Höhlen und für Krater. Mit neuem Biom und neuen Lalala und dies und jenes. Das heißt, ich würde natürlich ja, ein, zwei Updates mal abwarten für neuen Content. Das erinnert mich immer irgendwie an Stanley-Parabel. New Content. Würde ich abwarten wollen mit euch. Ah, eins habe ich noch entdeckt. Das können wir auch noch schnell zusammen machen. Dann haben wir es zusammen. Ich habe nämlich noch eine goldene Kiste entdeckt, so rein zufällig. Ich muss nur schnell gucken, wo es war. Irgendwo hier bei der Brücke. Überall sind schon Bäume, das ist so geil, ne? Und ich hoffe, sie bauen das Spiel echt noch aus, weil ich würde echt gern nochmal eine Staffel bauen. Ich würde auch einiges anders bauen als jetzt. So, guck mal, hier. Ach nee, guck mal, da gibt es noch eine goldene Statue. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das würde ich eher mitnehmen wollen. Dann kann ich noch das mitnehmen und dann that's it. Und dann sind wir auch schon fast wieder. Das ist auch schön, noch eine goldene Statue. Das ist ja auch nice. Es gibt bestimmt noch mehr. Also, goldene Kisten und wahrscheinlich auch Statuen. Aber ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen wollen, alle Statuen zu suchen. Wobei ich glaube auch, so viele gibt es noch nicht. Ich glaube, es gibt drei verschiedene, glaube ich. Warte, wir machen erstmal das Licht aus. Und dann schmeißen wir mal ein bisschen Zeug raus, Mensch. Wir haben ja Kram in der Tasche. Wo sind hier Superleck? Da. Denn den Speicherstand würde ich natürlich behalten. Aber wenn ein paar Updates rauskommen... Überlege ich natürlich tendenziell, ob wir nicht auch eine neue Season anfangen wollen, gemeinsam. Aber das überlegen wir uns einfach. Oder ob wir anknüpfen. Aber ich glaube, anknüpfen, dann hast du halt nicht so viel von der Erweiterung. Aber eins will ich mit euch auf jeden Fall noch machen. Ich habe jetzt hier diesen Baumsamen, also diese Pflanze hier, wo ich dachte, die ist mir völlig unbekannt. Die habe ich jetzt mal gemacht. Die will ich mir mit euch auf jeden Fall angucken. Lass uns mal schauen, was kostet hier so ein Baumsamenstreuer. Zweimal guter Dünger. Den haben wir bestimmt.
Den haben wir doch bestimmt, der Nekro hat doch bestimmt vorgesorgt. Ah ja, guck ihn dir an. So, was brauchen wir noch dafür? Dünger, einmal Xyolit, Rinde. Oh, das kriegen wir alles zusammen. Baumrinde. Xyolit. Und was habe ich gesagt? Einmal Superlegierung, glaube ich, ne? Habe ich noch Superlegierung einstecken? Jo. Können wir die noch basteln, oder? Ah, wir brauchen noch Bakterien. Wir nehmen mal... Nein. Wir nehmen mal hier dreimal Alge. Und dreimal Wasser. Denn für Raketen habe ich soweit auch schon in dem Schrank hier alles vorbereitet. Also wir können zwei Raketen auf jeden Fall zünden. Und das werde ich mit euch, wie gesagt, gerne ganz zum Schluss machen. So als kleinen Abschluss zur Folge. Wir setzen jetzt aber mal noch den Baumsamenspender. Müssen wir mal gucken, wo wollen wir ihn denn hinmachen tun? Wo haben wir denn überhaupt noch Platz? Weil hier ist alles voll mit Bäumen. Ich raste voll aus. Hier wäre eigentlich geil, ne? Weil hier ist auch noch echt... Komm, wir stellen den einfach auch hier hin. Zack. Da sind wir heute mal ganz flexibel. Denn ich will mir mit euch noch die Bäumchen angucken. Wenn die Naus hier wachsen sind. Dann würde ich sagen, wir machen den Rucksack noch leer. Und dann holen wir uns die Raketenteile. Haben kurz Spaß mit den Raketen. Und dann drücke ich uns die Daumen, dass bis dahin auch die Bäumler ausgewachsen sind. Und dann sind wir zumindest mal... hier soweit durch mit dem, was man halt alles soweit machen kann. Bis auf die goldenen Figuren vielleicht, aber das, wie gesagt, habe ich ausgeklammert. Schauen wir mal kurz hier ein Wasser. Tschüss. Alu, warum haben wir eigentlich so viel Alu in der Tasche? Gibt es hier eine Alu-Kiste? Oh. Und da ist auch noch Platz. Ich überlege gerade, was kostet eigentlich nochmal ein Triebwerk hier? Triebwerk kostet Uran. Uran haben wir doch noch, ne? Uran, Uran, Uran. Zweimal Uran und einmal Superlegierung. Vielleicht machen wir noch eine dritte Rakete. Mal gucken. Wenn wir das Triebwerk schon mal haben, haben wir schon die halbe Miete. So, gibt es hier eigentlich noch Samen? Eisen, Alu, Schwefel, Sauerstoff? Kobalt? Ne, ich habe keine Samenbank mehr. Außer hier, aber hier ist dicht, ne? Shitty. Na, ist jetzt doof. Warte mal. Was habe ich denn für Samen? Ich mache die mal hier rein. Übergangsweise. Xeolit habe ich noch. Brennstab habe ich noch. Oh, hier, hier, hier. Komm, zack, hier. Brennstab. Osmium. Pflanzen habe ich auch noch. Wo sind denn hier die Pflanzen? Hier. Zack, zack. Ach, die Statue wollen wir auch noch setzen, ne? Sehr gut. Nice! So, warte mal. Blub. Bop. Bup. Das und das und das. Ist ja cool, oder? Also cool aussehen tut's. Nice. So. Jetzt gehen wir hier rum. Es geht schneller. Ah, freut mich. Schön, dass wir alles soweit auf die Kette bekommen haben. So, jetzt müsste ich für zwei Rockets eigentlich alles im Sack haben. Okay, das probieren wir erstmal aus. Was ist denn hier eigentlich los? Bei dem Wetter kannst du ja keine Raketen starten, Mensch. Ey. Was denn? Was ist denn los hier? So, gerade mal gucken. Ich würde ja, wenn, dann die starten. Dafür müssen wir alles haben, oder? Lass mich mal kurz gucken. Zweimal Baumrinde, zweimal Dings, viermal zwei Triebwerke. Jo, läuft. Jetzt müsste nur das Wetter noch mitspielen, ne? So, das Wetter ist schön geworden. Wunderbar. Der Wettergott hat uns erhört. So, und wenn man das startet... und schnell genug ist und noch die zweite Rakete baut, während die erste startet, dann läuft das hier verquer, ne? So, lass uns mal... Oh Gott. Ach du Scheiße, guck mal. Chausen? Wo wollt denn ihr hin? Ja. Hätte mich ja jetzt interessiert, wo die hinfliegen, ne? Oh nee. Und wir sehen ja nichts. Ich würde sagen, die ist... Oh, da hinten sind sie. Yes, guck mal.
Und tschüss. Oh, leck. Verkackte Space. Ist das schön. Ja, wir haben Scheiß gemacht. Oh, guck mal, die verschwinden dann leider immer gleich. Aber wie geil, oder? Die SpaceX hat sich erübrigt. Okay, so. Ob wir noch eine starten wollen. Aber das Schöne ist, guck mal, es funktioniert trotzdem. Auch wenn man die Raketen verkackt, funktioniert es. Sehr geil. Ich würde aber lieber mal schauen, ob der Baumsamen-Stroyer... Ach, guck mal. Okay, was zum Teufel wächst da? Ja, gesund sieht das Zeug aus. Also würde ich durch den Dschungel laufen und ich hätte immens Hunger. Rot ist immer eine Warnfarbe, ne? Würde ich nicht essen. Würde ich nicht essen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber die Dinger sehen geil aus, oder? Ja, sehen geil aus. Okay. Dann habe ich das Tagesziel soweit mal erreicht. Ich freue mich total, dass wir diese Brennstoffzellen machen konnten. Einfach, dass wir auch wissen, wofür die sind. Beziehungsweise, was das für Auswirkungen hat. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns nochmal ganz kurz auf die Raketenplattform. Och, guck mal. Das ist aber... Guck, beide Raketen wirken. Sehr gut. Obwohl die verkackt waren. Ich dachte immer, wenn ein Fehlstart ist, oder wenn es halt so scheiße fliegt, dass das dann nicht funktioniert, aber es funktioniert trotzdem. Also, das ist nicht das Problem. Dann würde ich sagen, wir werfen einen letzten Blick auf unseren fast transformierten Planeten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Also, wie gesagt, für eine gechillte Runde zum Runterkommen nach der Arbeit oder nach einem Fressflash im Koma. Kann man mal hier eine Runde zocken. Ist echt super, das Spiel. Also, mir hat es gefallen. Bugs gab es eigentlich nur wenig bis keine. Also, auch hier ein super toller Erfolg für die Entwickler, muss ich schon sagen. Ja, und mit diesen Worten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Wir werden noch eine Runde spielen, ich bin mir sicher. Lasst uns mal ein paar Updates abwarten. Vielleicht auch, wenn das Fahrzeug da ist. Und dann geben wir nochmal richtig Gas. Euch vielen Dank für die Kommis. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Game.